Es wird langsam ernst bei Let's Dance. Nur noch 5 Stars kämpfen in der beliebten Tanzshow um den begehrten Titel Dancing Star 2023. Das kommende Viertelfinale ist jedoch wieder mal eine ganz besondere Folge. Diesmal tanzen jeweils 2 Profis mit einem Promi. Neben dem Trio-Tanz legen die bekannten Paare natürlich auch noch einen Auftritt auf das Parkett. Auf welche Tänze dürft ihr euch diese Woche freuen? RTL berichtet, dass der Publikumsliebling Anna Ermakova, 23, mit Valentin Lusin, 36, einen Jive zu Hey, Pippi Langstrumpf tanzen wird. Fans des Webstars Knossi, 36, dürfen sich darauf freuen, wie er mit Isabel Edvardsson, 40, einen Quickstep zu I Wanna Be Like You aufs Parkett bringen wird. Genauso wie Julia Beautix, 24, und Zoll Zandor Checke, 35, doch diese wählen den Song We Go Together. Philipp Boy, 35, und Patricia Ionel, 28, performen einen Tango zu Valentine's Tango. Und auch Timon Krause, 28, und Ekaterina Leonova, 36, tanzen Tango, und zwar zu Discombobulate. In der vergangenen Folge musste die einstige Bachelorette Sharon Battiste, 31, die Show verlassen. Sie und ihr Profipartner Christian Polans, 44, konnten das Publikum letztendlich nicht mehr überzeugen. Auch für Knossi und Isabel war es eng geworden, doch die beiden hatten sich noch retten können.